Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time in Portia. Wir gehen wieder in Portia rein und ja, letzte Folge haben wir 15 Panda-Mausflügel ergattert, um ein paar Masken zu bilden. Das werden wir jetzt auch direkt tun. Ja, wir müssen uns ja hier mit allen anfreunden, deswegen haben wir einen Auftrag von Django angenommen, den wir jetzt endlich erfüllen können, dank dieser netten Tierchen. Ja, gehen wir mal home. Ah, Holzkohle müssen wir auffüllen. Das geht sonst gleich aus. Oh, wir haben bald wieder kein Holz. Ich glaube, wir gehen heute Holz hacken, wie das in mir aussieht. Ja. Kultivierte Erde ist auch schon unterwegs. Perfekt. So, fertigen. Panda-Maus-Masken. Wir können 6 Stück machen. Wir machen auch 6 Stück. Einfach, dass wir noch eine auf Vorrat haben. Vielleicht treffen wir ein Kind, das das gerne mag. Oder den Liwa, der mag die auch sehr gerne. So, irgendeinen davon demnächst mal auffüllen. Ein Tag, 23 Stunden. Okay, du bist unter 24 Stunden, wirst du einfach mal aufgefüllt mit den restlichen Carbonstabbaren, die wir zu über haben. Viel Spaß! So, einmal zum Django. Vielleicht steigt der ja auf, man weiß ja nie. Aber ich finde unsere leichte Überproduktion jetzt, wo wir heute nichts machen müssen, sehr gut. Weil, ja, wir müssen wahrscheinlich das nächste wieder 100 Stahlplatten einfach mal aufwenden oder so. Und dann haben wir das Ei schon mal da. Warte, Django. Oh ja, Hier, Handelsauftrag. Ja, ich weiß, dass ich immer eine große Hilfe bin. Ja, Emily, Sonja, Antoine, die haben gerade Platz getauscht. Warum auch immer. Ja. Dann könnten wir jetzt ein paar Bäume fällen. Das ist jetzt so mein Vorschlag, weil die Bäume, also die kultivierte Erde kriegen wir heute nicht hin. Um was Neues bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch was brauchen, weil Töff-Töff-Station brauchen wir noch eine und das dauert noch ein bisschen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich gerade bauen sollte. So isolierte Pflanzenkästen und so kann ich ja jetzt halt nicht bauen, weil ich halt auf die kultivierte Erde warten muss. Wo ich mir übrigens vor kurzem gedacht habe, wir sollten mal kultivierte Erde machen. Mir dachte so, boah, nee, brauchen wir eh nicht. Ja, Schauen wir mal. Ja, das dauert noch ewig. Schauen wir mal, ob wir uns noch irgendwas Cooles bauen können hier. So, Montagestation. Montageinformation. Wir haben halt schon alles. Hier, da fehlt uns noch eins. Das braucht man halt alles nicht. Recyclingmaschine vielleicht. Einfach, dass wir sie haben. Ach komm. 5 Stahlblatten, 4 industrielle Motoren, 10 erhärteter Lehm. Was kann die? Ja, komm. Vorne lagen noch Stahlplatten drin. Informationen, Stahlplatten. So, die nehmen wir einfach mal mit, falls wir jemanden treffen, der die geil findet. Ich brauche, glaube ich, ein bisschen mehr noch. Hey, Aki hat Sachen eingesammelt. Vier Hartholzdielen. Wow, was für eine Leistung. Aber ich glaube, wir haben gerade noch so 4 Motoren dabei, ja. So. Dann brauchen wir noch Stahlplatten 5 und 10 erhärtete Lehm. Ich weiß nicht, ob wir noch 10 erhärteten Lehm haben. Ah, hier sind noch Stahlplatten. Dann brauchen wir noch erhärteten Lehm. Ich weiß nicht, wo ich den reingekippt habe. Ich kipp die Sachen dann einfach mal irgendwo rein, wenn ich nichts mehr finde.
Hier, das ist ja halt deine Demo. Okay, da haben wir zu wenig. Das heißt, das Ding muss warten. Hier hast du schon mal deine Stahlplatten. Okay, der Rest ist also erhärtet, Alim. Dann gehen wir Bäume fällen. Ist doch auch eine schöne Beschäftigung. In welche Richtung gehen wir denn? Da sieht es mir vielversprechend aus. Wir könnten eigentlich auch in die Wüste gehen und da Bäume fällen, also Pappelbäume. Ich glaube, die bringen uns ein bisschen mehr und wir brauchen demnächst, glaube ich, wieder Pappelholz. Deswegen wäre das vielleicht nicht die schlechteste Idee, wenn wir einen Ausflug in die Wüste machen. Auf in die Wüste. Hier vorne. Ja. Auf jeden Fall die 20 Freundschaften mit Dava und Siva können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, die wir morgen dann bekommen. Vielleicht steigt nämlich eine dieser Hulu-Brüder auf und zieht die anderen 7 auch mit hoch. Ja, das sind normale Bäume. Das da oben sieht mir noch ein kleiner Pappelbaum aus. Ah, da oben sind ganz viele. Gehen doch hoch zur Mine. Ich finde es schade, dass nicht direkt vor der Mine eine TÜV-TÜV-Haltestelle ist, sondern so einmal so ganz vorne, wo man jetzt noch nicht unbedingt eine gebraucht hätte. Und dann nochmal ganz hinten bei der Mine. Die ist schon wichtig, aber hier ist so zwischendrin. Hätte ich halt auch einfach noch eine gemacht. So. Du wirst gefällt, Baum. Ja. Bäume fällen ist ja auch wichtig. Und das daneben müssen sogar Zimtbäume sein. Weil die nehme ich mal nicht mit. Ich möchte eigentlich gerade ein bisschen auf Pappelholz gehen, weil, wie gesagt, die brauchen wir demnächst. Und Holz schadet ja eigentlich eh nie, wenn wir es haben. So. Ja. Auf jeden Fall, My Time Report hier ist immer noch, es fasziniert mich. Ich werde es auch heute den ganzen Tag spielen, wie es aussieht. Und ja. Wir müssen ja dann morgen, haben wir ein Date mit Emily. Und bauen Carys Nährmaschine und machen die isolierten Pflanzenkästen. Und dann nehmen wir noch Auftrag so an von der Gilde. Ganz viel Pappelholz. Aber jetzt bald ist der Sommer vorbei. Der Herbst finde ich jetzt auch noch schön. Den Winter finde ich von der Musik her und so übel scheiße. Also auf den Winter freue ich mich überhaupt nicht, aber jetzt kommt erstmal der Herbst. Was sind dafür Gegner? Wahrscheinlich Schlangen. Ich mag keine Schlangen. Die stehen alle in so einem Kreis. Ja, es sind Schlangen. Ich möchte nur Pappelholz haben. Okay, näher hin. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich finde das Spiel schon schön gemacht. Also ich finde, man hätte so ein bisschen mehr irgendwie einbauen können. Ich weiß nicht, was genau fehlt, aber irgendwas fehlt dann dem Spiel so ein bisschen. Ich weiß nicht, was genau. Die Blumen lasse ich jetzt auch mal stehen, weil diese Drachenherzen braucht man eigentlich nie. Ja, morgen sollten wir dann auch locker leicht Higgins überholen. Und auch bis Ende des Monats dann wahrscheinlich Erster bleiben. Auf jeden Fall werde ich alles dran setzen, dass das so ist. Und dann kann mich Higgins mal... Wir sind wahrscheinlich voll pissig, wenn wir Erste sind. Könnte ich mir so vorstellen. Es sind jetzt keine Pappeln mehr, aber es gibt hier keine mehr. Es gibt hier Kieferhaine. Bäh. Das sind so irgendwie die bescheuertsten Gegner. So, dann fällen wir einmal den Baum, einfach um zu sehen, was der droppt. Weil der besonders aussieht. Das könnte ein Zimtbaum sein. Oder eine Kiefer, keine Ahnung. Ah, purpurnes Harz, das braucht man auch. Demnächst. Auf der anderen Seite des Flusses wäre eine Töff-Töff-Station. Ich muss jetzt zurückrennen.
Ist auch richtig bescheuert gemacht. Drüben ist kein Angelplatz, aber hier ist ein Angelplatz. Wo steht die Töff-Töff-Station? Auf der anderen Seite. Okay, ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen heim. Ich öffne mich mal mit meinem Schwert aus, weil die Viecher greifen uns gleich an. Boah, das wäre so ein blühender Baum. Den würde ich gerne fällen. Ja, was sind das für Viecher? Die habe ich ja noch nie gesehen. Spinnen. Es gibt hier Spinnen? Die habe ich echt noch nie gesehen. Ja, es gibt wirklich Spinnen in dem Spiel. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe das komplette Spiel, also die Hauptmission komplett durchgespielt, aber die Viecher habe ich noch nie gesehen. So, dich habe ich schon gesehen und du wirst einfach jetzt sterben. Wenn du mir so auf den Sack gehst, ganz ehrlich. Und hier die kleinen Splatter. Oh mein Gott, es gibt einfach Spinnen. Okay, ja, dann war es das jetzt für die Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei My Time Portia. Bis dahin, tschüss.